Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Wir spielen die Oxbow Map. Hello. So, wir waren in der letzten Folge fleißig. Wir haben ein bisschen was umgebaut hier. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. So kann das auch bleiben. Hier gibt es vielleicht später eine Änderung wegen einem anderen Zaun. Und denselben Zaun mache ich auch hier auf der Seite. Ich möchte mir was anschauen. Und zwar habe ich da oben links Meldungen. Na, wegen Tierfutter bestimmt. Ich schaue schnell in dem Materiallager. Nehmen wir ein bisschen was mit. Da. Und klappern alle Tiere ab, die wir hier haben. Das war schon mal nicht gut. Jetzt schauen wir bei den Hühnern vorbei. Oder bei der Hühner vorbei. Hier sieht es gut aus und gucken uns noch die Schweine an. Hier können wir einen Schluck Wasser nehmen. Na, hängst du fest, Jugoslava? Nimm mal ein Geschenk. Du brauchst nicht dem Schweinchen um. Hochschnüffeln, also zu schnüffeln. Ja. Ach so. Und tschüss. Da sieht auch gut aus. Und jetzt noch unsere Schafe. Können wir hier den Durchgang nehmen? Ich glaube, hier kommen auch später die Ziegen hin. Have you ever wondered what a world without kings would look like? Das sieht alles gut aus. So, was haben wir noch auf der Liste? Fertigkeiten. Was nehme ich da? Jetzt mit der Erde. Mulch brauche ich nicht. Auch nicht. Das nehmen wir. So, ich muss mit Thomas sprechen. Machen wir aber später. Ich wollte noch ein bisschen was planen. War das die Kleine? Die läuft jetzt noch. Ne, das ist Bignev. Hallo, Zbigniew, möchtest du auch ein Geschenk haben? Super. Tschüss. So, was hatte ich vor? Die Zäune hier. Die werde ich ändern. Ich nehme meinen Lieblingszaun. Es ist mir zu geschlossen. Sieht einfach nicht schön aus von der anderen Seite. Und was ich noch vorhabe, ist natürlich das hier. Ich überlege, ob ich hier den Überdachten nehme. Ist zwar teuer, aber ein bisschen Abwechslung ist auch nicht schlecht. Und das muss ich jetzt so abmessen, dass das mit der Ecke von dem Lager hinkommt. Den muss ich später noch abreißen wegen der Beleuchtung. Deshalb werde ich es noch nicht alles fertig bauen, also die Bezäunung. Ich glaube, so ist in Ordnung.
die Dinger reiße ich jetzt ab. So. Das letzte Stück lasse ich noch da. Das möchte ich jetzt wieder mit dem... mit der Ecke von dem Haus irgendwie hinkriegen. Vielleicht so. Muss irgendwie die Ecke hier hinkriegen. Ich glaube, das ist... geht gerade so, ne? Ich glaube, so mache ich es. Oder auch nicht. Ich habe da andere Ideen. Dann ziehen wir den Zaun zuerst. Welche Seite weiß ich jetzt nicht. Jetzt nochmal. Oh, da war ich falsch. Den wollte ich. So machen wir es. Kann ich jetzt wieder abmachen? Das kommt alles später hin. Obwohl. Hat sich das jemand von euch gemerkt? Links nach rechts oder? Ja. Links nach rechts. Okay, dann fangen wir links an. So. Na komm. No refunds. And I don't care that it's been less than 2 hours. Ich glaube, das wird schöner aussehen. Ein bisschen lockerer, luftiger. Gefällt's mir besser. You know how it is with monarchs. Das werden wir später auch schließen. Und hier wollte ich auch noch Zaun bauen. Genau.
Das erste, also grobe Planung. Da muss ich mir Gedanken machen, wie ich das hier alles gestalte. Da fehlt noch einiges. Hier waren wir fertig. Hier kann ich schon mal einen kleinen anzeichnen. Da ist der Weg im Weg. So, nochmal. Hier auch. Ne, ich mach den so kurz, oder? Ich glaube, das reicht so. Nicht, dass die da nicht durchkommen können. Und dann hier noch. So. Ist das nicht schön? Das gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. So, hier machen wir noch den Weg fertig. Ich habe mir noch gar nicht Gedanken gemacht wegen der Dorfglocke. Wir kommen natürlich noch Zäune vor die Häuschen. Könnt hier oder hier natürlich ja auch. Da haben wir praktisch eine Art Dorfcenter oder Dorfzentrum. Dorfcenter. Aber nicht, dass man immer gegenläuft. Könnte auch hier sein. Wie groß ist es eigentlich? Kann man das? Kann ich noch nicht freischalten. Die könnte ich mir schon freischalten. Wir sparen uns erstmal das Geld. So, wie spät haben wir es? 19.15 Uhr. Wird Zeit, ins Bett zu gehen? Der quatscht wieder nicht mit mir. Und wir freuen uns auf den Sommer. Erstmal die Verwaltung anschauen, ob sich da was getan hat. Ihr kennt mich schon, ich nehme wieder meine Liste zu Hilfe und gucken erstmal die Muttis durch. Die Huberta kann wieder arbeiten. Wo war denn Huberta? In dem ersten Feldschuppen. Sehr gut. Feldschuppen und wo ist sie? Da. Super. So, noch jemand schwanger hier.
Schwanger ist Leslava und Kunegunda. Die anderen sind schon Muttis geworden. Ach du Schreck. So, dann gehen wir die durch. Das muss jetzt sein. Nidamira habe ich. Ich suche nur die Radomira, die ist jetzt Mutter. Okay, da kommt ein Kreuz hin. Leslava habe ich gesagt, die ist noch schwanger. Kunegunda auch. Obislava. Ich sehe sie nicht. Ist sie noch schwanger? Ja. Obislava, Kunegunda, Leslava. Sehr gut, drei Stück. Ja, dann ist eine Mama dazu gekommen, die jetzt zu Hause ist. Das ist ja alles wunderbar. Gut. Wir schauen uns unsere Gebäude an. Ob da irgendwelche Reparaturen anstehen. Grabungsschuppen. Und zwar Landwirtschaftsbereich. Fischerhütte. Okay, das kriegen wir hin. Einmal ein Hammer. Da sehen wir es schon. Ein Schlag, alles erledigt. Und die Fischerhütte, ne? Die Obstbäume, schade, dass er so schnell alles geerntet ist. Ihr kennt mich ja, das muss jetzt sein. Nein, ich wollte eigentlich Fotomodus. Nehmen wir noch mehr Farbe? Genau. Wie machen wir das? Da ist der Kleine im Hintergrund, Ahmed. So machen wir es. Sehr schön. Und weiter. Ja, ich glaube, uns ist wieder warm. Ich weiß nicht, ob ich hier wieder in der Unterwäsche hin und her rennen muss. Entschuldigung. Hat aber letztens nicht viel gebracht, ne? So, einmal noch von innen gucken. So, zwei Stroh. Stroh können wir uns schnell holen.
Nehmen wir ein bisschen mehr mit. So. Komme ich da jetzt so ran? Ja. Das muss jetzt gewesen sein. So. Wo war der Tomasch? Tomasch war in Skauki. Dann ab nach Skauki. Nach Quests habe ich hier nicht geguckt. Ich habe da was im eigenen Dorf. Schauen wir uns zusammen die Anschlagtafel hier an. So, dann zeige ich ja Kräutertrank. Flakon aufs Ton habe ich nicht, will ich nicht. Fleischkarotte, Holzschale, Schweine, 9 Tauben, Kalkstein. Nein, danke. Jetzt nicht. So. Hello there. Hello. Bring mich nach Skauki, bitte. So, wo war der Tomasz nochmal? Das war das Haus von Otka, ne? So, gleich bist du im Schatten und es ist nicht so heiß. Du solltest nicht hier sein und ich sollte nicht mit dir reden, nicht wenn der Anführer nicht dabei ist. Eine Hand wäscht die andere. Oh, also bist du einer von uns? Selbstverständlich, das bin ich. Otka hat mich dazu inspiriert, mich euch anzuschließen. Kennst du ihn gut? Ja und nein, er war, ist mein Freund. Du klingst nicht überzeugt. Vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Entspann dich, ich bin jetzt deine Waffenschwester. Du kannst mir alles sagen. Ich sollte nicht. Keine Sorge, ich werde dich zu nichts drängen. Ich bin nur hier, um zu helfen. Ich will gar nicht hier sein. Weißt du, Otko war mein Freund, als wir jünger waren, aber er ist jetzt anders, grausam und gewalttätig. Er wollte, dass ich mich seiner Sache anschließe. Ich wollte stottern, so wie es hier geschrieben ist, aber kriege ihn nicht hin. Aber ich als ich abgelehnt habe, hat er mich gezwungen. Er hat dich gezwungen? Wie? Er hat meinen wertvollsten Besitz gestohlen. Einen Brief mit Brief, den sehr wichtigen Brief. Ich darf ihn nicht verlieren. Otka hat ihn mir weggenommen und ihn irgendwo versteckt. Sei ehrlich zu mir, wenn du deinen Brief zurück hättest, würdest du dann noch an der Rebellion teilnehmen wollen? Nein, ich würde wegrennen, so schnell ich kann. Dann müssen wir uns darum kümmern. Wo ist er? Meinst du das ernst? Würdest du mir helfen? Er war immer gut im Klettern, also ist er hoch auf die Felsen gekommen und hat meinen Brief irgendwo versteckt, wo ich nicht hinkomme. Du müsstest danach suchen. Lies ihn nur nicht, bitte. Keine Sorge, ich werde dir helfen. Okay, muss ich den Brief holen. Gibt es nur was zum Klauen hier? Mit Bert?
Nee, du bist nicht Otka richtig. Bist du blind? Das ist aber dasselbe, Mann. Okay. Wollen wir nach dem Brief suchen? Ui, das war aber hoch. Nach dem Brief suchen. Wo bin ich? Hier bin ich. Mhm. Komme ich da so rum? Oder muss ich... Gucken wir mal. Das ist ja aber ganz schön hoch hier, ne? So, nehmen wir lieber... Ja, die Schere. Ach. Entschuldigung. Die Schere bringt mir viel. So, Entschuldigung. Ich muss lachen. Obwohl, wer weiß. Komme ich da jetzt so hoch? Ist das hier? Wie eine Bergziege. Wäre bestimmt einfacher von oben. Habe ich die Abfahrt irgendwie verpasst? Ah, das ist doch hier, oder? Richtiger Brief. Drinne oder was? So. Sammeln wir auch. So, wo war der Brief? Hier. Einmal nehmen. Gibt es hier noch was? Was ich irgendwie übersehen habe. So, abliefern nach an Thomas. Dann wieder. So. So, nimm mal einen Schluck und hör auf zu jammern. Mir geht's genauso. Ich habe auch Durst, aber ich kann jetzt nichts trinken. So, dann nehmen wir den Weg hier zurück. Wäre ja eigentlich einfacher, ne? Wenn man wüsste. Oder wenn ich es wüsste. So, wie komme ich hier durch? Entschuldigung. Ich habe mich verlaufen. Genau, da wollte ich hin. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. So. So, Thomas. Hast du ihn? Ich halte immer, was ich verspreche. Hier ist er.
Ja, endlich bin ich frei. Ich habe jetzt schon das Gefühl, als wäre mir eine große Last von der Schultern genommen worden. Oh, die Anspannung hat mich fast umgebracht. Vielen Dank, ich danke dir so sehr. Es war mir ein Vergnügen. Geh und lebe dein Leben so, wie du es möchtest. Nichts wäre mir lieber. Ich hoffe, dass Utgard es von dem zerstörerischen Weg herunterschafft, den er eingeschlagen hat. Aber ich werde nicht hier sein, um es mit anzusehen. Noch einmal danke und pass auf dich auf. Achte von jetzt an besser auf deine Wertsachen. Mach's gut. Genau. Gibt es hier noch irgendwas? Sprich mit Bert. Hey, du bist nicht Utgard. Richtig? Ich bin mir verdammt sicher, dass du nicht er bist, oder? Eine Hand wäscht die andere. Jetzt verstehen wir uns. Wie geht's dem Anführer? Es geht ihm gut, aber er ist wütend auf dich. Auf mich? Warum? Er sagt, du bist nicht eifrig genug bei der Sache. Das ist absurd. Wer hat all die Speere geschärft? Ich? Wer hat all das Essen gekocht? Gut, das war Bert, aber was ist mit den Speeren, hm? Nicht eifrig genug. Am Arsch. Wie kann er das über mich sagen? Verfluchte Utgard. Es war noch nicht mal eine Idee. Bei seinem dummen Plan mitzumachen. Warum hast du dann entschieden, dich ihnen anzuschließen? Weißt du, die anderen haben es getan, also ich wollte nicht der Einzige sein, der nicht mitmacht. Mein Vater hat immer gesagt, man soll etwas Gutes lernen, um im Leben erfolgreich zu sein. Ich dachte, Königsmörder wäre schon etwas Gutes. Ja, klar. Es könnte immer noch einen Weg geben, Utgards Gunst wieder zu erlangen. Kennst du einen Ort, an dem wir unter vier Augen reden können? Es geht um eine spezielle Aufgabe, nur für dich. Nur für mich? Oh Junge, sicher, ich kenne einen Ort. Folge mir. Geh voran. Dann folgen wir. Da bin ich gespannt. So, schneller. Was macht der denn? Der läuft bestimmt nach Piastovia zu Fuß. Ja. Und was ist das für eine spezielle Aufgabe? Es gibt keine spezielle Aufgabe, mein Freund. Ich wollte nur alleine mit dir sprechen. Was soll das? Wieder eine von Utgards Ideen? Oder vielleicht ein Test? Hör zu, du glaubst eindeutig nicht an seine Sache. Was er vorhat, ist weder richtig noch sicher. Geh einfach. Netter Versuch, sollte ich darauf hereinfallen? Ich bin ehrlich zu dir, es ist kein Test. Utgard weiß noch nicht mal, dass ich hier bin. Er weiß es nicht? Warte, nimmst du überhaupt an Rebellion teil? Das bin ich und ich kenne meine Gründe dafür, aber ich nehme dir deine nicht ab. Oh, du hältst dich also für was Besseres, was? Das tue ich nicht. Ich denke nur, dass du ein treuer und starker Krieger bist. Ich würde gerne Seite an Seite mit dir kämpfen, aber nicht in dieser Schlacht. Warum nicht? Warum willst du, dass der König stirbt? Ich? Utgard? Siehst du? Du wirst es gar nicht. Das hier ist nicht dein Kampf. Etwas, an das du nicht glaubst, ist es nicht wert, dass du dein Leben dafür aufs Spiel setzt. Aber was mit den anderen? Mach dir darum keine Sorgen. Ich werde dich decken. Sie werden nie darauf kommen, dass du sie betrogen haben könntest. Sie werden nicht nach dir suchen. Du wirst frei sein.
Danke, Fremde. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sag gar nichts. Lebe einfach dein Leben für dich selbst. Geh schnell. Ja. Und jetzt noch den Wilhelm. Und Wilhelm. Dann sprechen wir noch mit dem Wilhelm. Hat endlich aufgehört mit der Schwitzerei hier. Also bestimmt schon spät Nachmittag oder eher fast Abend. Ah, kaum ausgesprochen. Ja, ist ja gut. So. Was stehst du, Wilhelm? Ah, da ist noch eine Bierflasche. Verzieh dich. Du solltest gar nicht hier sein. Eine Hand wäscht die andere. Verstanden? Willkommen in unserer Mitte. Irgendwelche neuen Anordnungen vom Anführer? Er hat um einen Statusbericht gebeten. Ich nehme an, du hast die Aufsicht über diese Dummköpfe, richtig? Nicht offiziell, aber ich bezweifle, dass einer von denen hier einen wirklichen Kampf erlebt hat. Ich habe alles versucht, was ich konnte, um ihnen beizubringen, wie man kämpft. Aber Vogelscheuchen und Zielscheiben wehren sich nicht. Ohne das echte Feuer eines richtigen Kampfes weißt du nicht, ob jemand wirklich bereit ist. Ich nehme an, du hast viel Erfahrung damit. Vielleicht habe ich mehr erlebt, als ich mir gewünscht hätte, aber wenn diese Mission erfolgreich ist, wird sie meine letzte sein. Sobald der Kopf dieses fetten Bastards von seinem Hals getrennt wurde, bleibt für mich nichts weiter zu tun, als das einfache Landleben zu genießen. Ich verstehe, du weißt, was du tust. Darf ich dich etwas fragen? Was ist deine ehrliche Meinung zu Otkas Plan? Es steht mir nicht an, meine Vorgesetzten zu kritisieren. Naja, es ist ja nicht so, als wäre er hier. Der Plan ist in Ordnung, aber er eignet sich nicht für die Menschen, die ihn ausführen sollen. So ist er reiner Selbstmord. Und er wurde so entweder absichtlich oder aus Versehen zurechtgelegt. Entschuldigung. Beide möglichen Gründe sind gleich beunruhigend. Ich bin froh, dass du meine Sorgen teilst. Ich bin immer überzeugter davon, dass wir diese Mission abbrechen sollten. Du, was du nicht lassen kannst. Ich darf nicht davor zurückschrecken, diesen Hurensohn zu töten. Oh oh, egal was es kostet. Ich tue es nicht für Otkar, ich tue es für mich. Dieses gekrönte Schwein schuldet mir etwas, eine Menge. Warum machst du es dann nicht alleine? Ich würde all mein Geld auf dich setzen, solltest du es heimlich versuchen. Nicht auf Otkars Bande von Sonderlingen. Was du sagst, macht erstaunlich viel Sinn. Ich müsste mich auf niemanden sonst verlassen und ich könnte dann die Leben dieser leichtsinnigen Narren retten. Ich bräuchte allerdings etwas gutes Gift. Ein richtig starkes. Ich kann dir alles beschaffen, das du brauchst. Entschuldigung, kleiner Huster. So. Ich kenne nur einen Menschen, der etwas brauchen könnte, das tödlich genug wäre. Sein Name ist Rick. Und er lebt im Sumpf. Bitte ihn um sein stärkstes Gift und bedenke, dass er vollkommen wahnsinnig ist. Verrückte im Sumpf. Großartig. Den haben wir schon kennengelernt. Ja, das ist super. Dann müssen wir noch zu Elric. Machen wir doch gerne, aber nicht heute, ne? Aber nicht heute. Fahren wir noch nach Hause. Wie sieht es eigentlich bei uns zu Hause aus? Läuft da alles rund? Kann ich jetzt nicht sagen, denn 17.40 Uhr
Und auf die Arbeiten noch. Der Ulrik, das war hier. Ich glaube, ich fahre nach Piestovia. Ja, dann ab ins Bett. Nächsten Tag können wir dann einen Ausflug in den Sumpf machen. So machen wir es. Ihr begleitet mich noch zu dem Fuhrmann. Genau. So, einmal nach Piestovia bitte. Da sind wir. So, ihr Lieben. Wir sind wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war wieder für mich viel zu lesen. Ja. Ich war auch am Stottern wie einer von den Banditen. Ja, ich habe manchmal Schwierigkeiten mit dem Lesen. So, ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Und dass ihr dann hoffentlich auch Spaß dabei hattet. Ich freue mich auf euch bei der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.